Ich kann mir denken, wer Erster geworden ist, weil es bleibt ja nur noch einer übrig. Es kann nur einen geben, einen Sieger. Die haben auch keine Vornamen, die haben auch nur Nachnamen. Und ja, fängt mit T an und hört mit R auf. TSC Schwarz-Silber. Herzlichen Glückwunsch, Platz 1. Ja. Am Ende haben die filigranen Ketzer gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, toller Erfolg. Also wenn man das gesehen hat, die haben natürlich einen Vorteil gehabt. Die konnten tanzen, die haben geschwommen. Ne? Wir mussten alle tanzen üben. Wir werden im nächsten Jahr noch eine kleine Schwierigkeit einbauen, damit die auch Schwierigkeiten haben. Ne? Also was machen wir nächstes Mal? Cheerleader-Tanz oder sowas? Das wäre eine Maßnahme, ne? Meinst du das? Ne? Irgendwie sowas in der Art. Ja, komm her, pass auf. Da fällt uns aber auch noch was ein. Wir können das Ganze noch toppen, indem wir dann halt eben sagen, alle 14 Tage tanzen wir dann bei uns in der Hans-Böckler-Beruf. Dann machen wir dann immer Disco-Fox und dann brauchen wir dann hinter die Cheerleader. Wir bringen euch Disco-Fox bei, machen wieder einen Disco-Fox-Wettbewerb und wir machen dann auch Disco-Fox, brauchen den Cheerleader-Tanz zu machen. Mal gucken, wer dann gewinnt. Ja, okay. Irgendwas lassen wir uns einfallen nächstes Jahr. Wir haben beschlossen, Herr Bürgermeister, nächstes Jahr findet dieser Wettkampf, weil alle Vereine so viel Spaß haben, wieder statt. Es wird eine Einrichtung werden, wo wir alle Spaß hatten. Ich glaube, es war richtig, war was ganz anderes, wenn ich so die Jungs sehe von den Sliders, die kamen nach jedem vom Wettkampf her, haben leider heute verloren auf dem Meisterschaftsspiel, kamen nach jedem, was müssen wir jetzt machen? Hinterher zum Schluss sagten sie, war das geil, hat das Spaß gemacht. Ist auch in Ordnung. Und der Pokal, einen Moment, ach so, der Dirk, der zügelt mich immer, der hat immer noch was im Petto. Jetzt kommen die beiden Kindermannschaften. Jetzt werden Kinder mit.